Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game. Und jetzt beginnt endlich der Marsch der Zwerge, die ich in den letzten hunderten von Spielen sträflich vernachlässigt habe. Meine Armee besteht aus zwei Runesmiths, einem Runelord, weil ich die Buffs einfach köstlich finde, zwei Slayer-Einheiten, die meine Rücken schützen sollen, und jeweils drei Einheiten Kolos und zwei Einheiten Thunderers, die mit Fernkampf die gegnerischen Einheiten dezimieren sollen, während meine 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten Dwarf Warriors und eine Einheit Miners die Frontlinie halten sollen. Mein Gegner hat mitgebracht zwei Kanonen, 1, 2, 3, 4 Einheiten normale Swordsmen, ein General des Imperiums auf Pferd und ein Amber Wizard zu Fuß. Dann sind zwei Kanonen dabei und auf jeder Flanke links und rechts zwei Handgunner und zwei Hellebardiere sowie jeweils eine Einheit Knights of the Blazing Sun. Und weil er hier Kanonen hat und ich nichts habe, um seine Kanonen aufzuhalten, muss ich mich logischerweise nach vorne bewegen und zwar so schnell wie möglich. Denn ihr könnt sehen, in relativ kurzer Zeit hat er hier mit seinen Kanonen 20, 7, oh, 48 und 40 Kills erzeugt. Das sah ziemlich schlecht aus zu dem Zeitpunkt. Mein Plan war jetzt, mich hier vor ihn zu stellen und mit meinen Fernkämpfern seine Fernkämpfer so schnell wie möglich aufzuschalten. Mit Rune of Wrath and Ruin, mit meinen Fernkämpfern, und wir werden sehen, ob das Ganze funktionieren wird. Hier klappt das schon mal ganz gut, seine Handgunner sind schon zur Hälfte erledigt. Seine anderen Handgunner sind langsam aber sicher mittlerweile unter Beschuss. Es hat ihm wohl nicht gefallen, dass seine Fernkämpfer so schnell dezimiert werden und hat daher mit allen seinen Einheiten den Angriff eingeleitet. Und der Manticore, gespawnt durch den Amber Wizard, kommt noch dazu und gleichzeitig kommen von hinten noch seine zwei Einheiten Knights of the Blazing Sun, die irgendwo hier eine Lücke suchen und vielleicht auch finden werden. Aber zum Glück sind meine Dragonback Slayer da, um die gegnerischen Linien ein bisschen, die gegnerische Kavallerie etwas aufzuhalten. Buffs kommen hinterher, mit seinem Manticore geht er auf meinen Runelord los, kein schlechtes Ziel, der ist umrundet und relativ ohne Unterstützung hier. Warum meine Dwarf Warriors nicht kämpfen, ist eigentlich dumm. Jetzt passiert hier gleich eine richtige Dummheit, meine Thunderers laufen dieser weglaufenden Handgunner-Einheit hinterher und sind damit gleich auch im Nahkampf drin, habe ich leider nicht drauf geachtet, und hier hätte ich meine Corollas nach hinten durchziehen sollen, damit sie nicht weiter beschossen werden. Rune of Wrath and Ruin auf diese Knights of the Blazing Sun, sogar die Master Rune of Wrath and Ruin hat viel Schaden gemacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, diese Handgunner ärgern mich sehr und ziehe meine Slayer rüber, um sie auszuschalten. War jetzt in der Retrospektive ein ziemlich großer Fehler, denn dadurch war meine ganze Flanke und mein Heck offen für Charges dieser Knights of the Blazing Sun. Leider habe ich auch meine Miner nicht rechtzeitig bewegen können, um ihn hier auszuschalten. Ah, das macht sehr, sehr, sehr viel Schaden bei diesen armen, armen Minern. Meine Frontlinie hier zeigt jetzt gleich ein riesiges Loch. An meiner linken Flanke hat er mich mit diesen Hellebardieren flankiert. Greift damit meine Fernkämpfer an. Das war ein wirklich großer Fehler, dass ich mir hier ein bisschen habe einkesseln lassen. Meine Frontlinie ist auch ziemlich gebrochen. Wenigstens haben meine Slayer seine Handgunner vertrieben. Aber dadurch, dass meine Slayer jetzt auf beiden Seiten ein bisschen im Kampf beschäftigt sind, hier mit dem Manticore dort drüben, mit den Handgunnern, kann er einfach wie wild einfach immer chargen, rausgehen, richtig viel Schaden verursachen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich den Kampf meiner Meinung nach eigentlich schon verloren gehabt, denn meine Frontlinie waren sehr ausgedünnt und ich konnte meine Flanken und meine Fernkämpfer einfach nicht mehr schützen. Er hat mit seinen Fernkampfeinheiten einfach weiter auf mich zugeschossen. Und selbst meine Runes of Wrath and Ruin konnten hier nicht mehr genug Schaden verursachen, um seine ganze Infanterie und Kavallerie zurückzutreiben. Ich habe mich, meine Flanken und mein Heck waren offen, wie ein Scheunentor, und das war einfach mein Riesenfehler. Wenn die Fernkampfeinheiten, die man hat, angegriffen werden relativ frühzeitig und keinen Schaden mehr verursachen können, hat man eigentlich relativ schnell verloren, meiner Meinung nach. Deswegen spule ich das Ganze mal vor, denn sonderlich viel tut sich hier nichts mehr. Meine ganzen Einheiten werden langsam aber sicher aufgerieben. Slayer machen hier noch einiges an Schaden, versuchen jetzt hier die Great Cannon noch auszuschalten, aber viel reißen können sie leider auch nicht mehr, da die Hauptlinie zusammengebrochen ist.
Grunsmith segnet jetzt auch gleich das Zeitliche durch die Handgunner hier. Death embraces you, Lord. Sehr schade. Und die letzten Einheiten, die wirklich noch übrig sind. Und bis zum letzten Kämpfen sind natürlich die Dragonback Slayers. Die das unvermeidlich allerdings natürlich nur hinausziehen, hinauszögern können. Also, dumm gelaufen für mich dieses Spiel hier. Wie hätte es besser laufen können? Eindeutig hätte ich meine Einheiten entweder auf die rechte Flanke oder die linke Flanke konzentrieren sollen und alle meine Fernkämpfer auf ein Ziel lenken sollen, damit ich möglichst schnell diese Handgunner ausschalten kann. Dann hätte ich unter keinen Umständen meine Slayer wegziehen dürfen, sodass er mit seinen Knights of the Blazing Sun angreifen konnte. Und ich hätte sicherlich ein bisschen aggressiver vorwärts gehen müssen, um auch seine Kanonen frühzeitiger auszuschalten. Ich habe meine Formation nicht richtig gehalten und wurde deswegen überrannt. Ich hatte vielleicht auch nicht genug Einheiten dabei. Ich hatte nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 wirklich Frontlinieneinheiten. Er hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Miner mitnehmen sollen, dann wäre das Ganze besser gelaufen. Nichtsdestotrotz, GG an Mordheimer. Es war eine super Formation, hat gut geklappt. Und ich hoffe, man sieht sich mal wieder auf der Ladder. Bis bald.